Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben wieder Ende des Monats, das heißt, es ist wieder Zeit für Project Pan. Wir schauen mal, wie viel ich von meinen Produkten aufgebraucht habe. Mein Bauchgefühl sagt, es war ein sehr guter Monat. Gefühlt habe ich alles sehr oft und regelmäßig benutzt, also ich bin sehr stolz auf mich. Mal gucken, ob mein Bauchgefühl recht hat und ob ich tatsächlich so viele Sachen benutzt habe und gut vorankommen konnte mit den Produkten. Den Anfang macht wie immer das P2 Blush und ich finde, man sieht schon, dass da nicht mehr viel drin ist. Es neigt sich dem Ende zu. Und das freut mich sehr, denn wir haben es jetzt wirklich seit Anfang an dabei, seitdem ich Project Pan mache. Und das ist wirklich lange. Über ein Jahr wird Zeit, dass das endlich leer wird. Beim letzten Mal hatten wir genau 26 Gramm noch. Und jetzt sind es noch 25,75, das heißt 0,25 haben wir verbraucht. Damit haben wir den gleichen Wert ungefähr wie beim letzten Mal, da hatten wir 0,26 Gramm, also ein durchschnittlicher Verbrauch. Ich würde sagen, da geht noch mehr und ich hoffe, bald habe ich es leer. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das nächste ist die Augencreme von Jean und Len. Jean und Len? Jean und Len, oder? Oh, ich habe schon wieder vergessen. Es läuft kein Germany's Next Topmodel mehr und ich habe vergessen schon, wie man es ausspricht. Schade. Die habe ich sehr oft benutzt. Wir hatten beim letzten Mal 23,82 Gramm. Und mal schauen, wie viel es jetzt noch sind. Ich hoffe, unter 22. Das wäre cool. Ganz knapp nicht. 22,04. Das heißt, wir haben ja ungefähr 1,8, ein bisschen weniger verbraucht. 1,8 Gramm. Das ist ein Wert, der gut ist, aber wir hatten auch schon welche, die deutlich besser waren. Aber ich glaube, hier ist nicht mehr so viel drin. Die fühlt sich nicht mehr so schwer an. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch schon, dann haben wir die dabei, seit 32,55 Gramm. Das war das Startgewicht. Das heißt, wir haben 10 Gramm aktuell verbraucht. Hier drin sind 15 Milliliter. Also so viel kann hier tatsächlich nicht mehr drin sein. Das nächste auf der Liste, das Garnier Haaröl. Man sieht, es ist ungefähr noch ein Viertel drin. Das heißt, da bin ich doch schneller durch als gedacht jetzt. In letzter Zeit habe ich das wirklich oft benutzt. Ich habe es auch in den Monaten davor deutlich häufiger benutzt als noch am Anfang. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich finde es sehr, sehr gut. Und bin schon am Überlegen, ob ich mir das nochmal kaufe. Aber erstmal muss ich gucken, ob ich noch irgendwo in meinen Vorräten irgendein Haaröl habe. Weil dann werde ich das auf jeden Fall vorher aufbrauchen. Aber wenn es leer ist und ich keinen Ersatz mehr haben sollte, werde ich mir sowas oder sowas in der Art wieder nachkaufen. Jetzt schauen wir aber mal nach dem Gewicht. Ich kann meine Schrift nicht mehr so ganz lesen. Ich glaube, es sind 98,09 Gramm, die wir beim letzten Mal hatten. Und jetzt haben wir noch 90,33. Das heißt, wir haben hier 8 Gramm verbraucht. Das ist ein ganz guter Wert. Wir hatten aber auch hier schon Monate, wo wir deutlich mehr aufgebraucht haben. Das nächste auf der Liste ist von Isana, der Roller. Da kann ich nicht fassen, dass da immer noch was drin ist. Ich benutze den sehr regelmäßig und muss den schon auf dem Kopf lagern, damit das Serum quasi immer an dieser Kugel auch dran ist und die irgendwas macht. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel drin, aber es ist immer noch was drin. Und ich möchte die Sachen ja komplett aufbrauchen, deswegen kommt es noch nicht weg. Wir hatten beim letzten Mal 17,72 Gramm. Im Schnitt verbrauchen wir so 1,5 Gramm. Also ich hoffe, dass da jetzt auf der Waage 16 Gramm stehen. Das fände ich richtig gut. Wir schauen mal. Wir waren bei 17,72 und sind jetzt bei 15,54. Das ist sogar noch mehr, als ich dachte. Das sind über 2 Gramm, die wir hier verbraucht haben. Also ich habe den wirklich sehr, sehr gut benutzt. Aber es ist immer noch was drin. Es kann nicht viel sein, aber es ist noch was drin. Das heißt, bald können wir den hoffentlich gegen ein neues Produkt austauschen. Als nächstes das Bruno Banani Parfum. Und man sieht hier, ich bin schon unter der Hälfte. Also es geht noch bis hier. Ich habe sehr viel benutzt. Ich finde, es ist okay. Es ist ein okay Duft, aber ich glaube, es ist nicht mein Duft. Aber er ist gut. Man kann es aufbrauchen und ich glaube, es ist besser aufgebraucht als weggeschmissen. Wir hatten 109,42 Gramm und sind jetzt noch bei 106,47. Ich weiß, letzten Monat war ich ja so richtig begeistert, weil ich 3 Gramm versprüht habe. Und dieses Mal habe ich auch wieder 3 Gramm versprüht. Von daher ja, bin ich zufrieden mit mir. Vielleicht kann ich es im nächsten Monat nochmal steigern und es nochmal ein bisschen mehr benutzen, dass es dann wirklich schnellstmöglich leer wird. Aber die 3 Gramm sind auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das nächste auf meiner Liste ist das Bonjour Nudista von L'Oréal Paris. Ich weiß tatsächlich nicht, wie häufig ich das benutzt habe. Ich glaube letztendlich nicht so oft.
ich hätte es häufiger nutzen müssen eigentlich. So viel mehr Gelegenheiten gab es vielleicht nicht, aber ich hätte es häufiger mal noch nutzen können. Ich habe es nicht so regelmäßig benutzt. Aber wir schauen trotzdem mal, wie viel ich verbraucht habe. Wir waren bei 31,59 Gramm und sind jetzt noch bei 30,91. Ja, das ist ein halbes Gramm, also ich habe es wirklich nicht oft benutzt. Muss ich mir wieder ein bisschen mehr ins Gedächtnis rufen, dass ich das im nächsten Monat häufiger benutze. Das nächste auf der Liste ist von Catrice das Lash and Brow Boost Elixier. Und da weiß ich, dass ich es häufiger benutzt habe als sonst. Ich bin tatsächlich auch manchmal noch abends aufgestanden, obwohl ich schon im Bett lag, weil ich mir dachte, ah Mist, ich wollte noch das hier benutzen. Und bin dann extra aufgestanden und habe es noch benutzt. Also ich glaube, ich habe es häufiger benutzt als normalerweise, aber auch nicht so oft. Mal gucken, wie viel mehr fehlt. Es wird, glaube ich, nicht so viel sein. Normalerweise haben wir da immer so 0,1 Gramm verbraucht. Ich hoffe, dass es ein bisschen mehr ist, vielleicht 0,2, da wäre ich schon happy. Wir hatten 12,24 Gramm und sind jetzt noch bei 12,09. Das heißt, wir haben nur ein bisschen mehr als die 0,1, die wir normalerweise haben. Aber gut. Ich meine, so viel braucht man da auch nicht für, um so einen Lidstrich zu ziehen. So ist es jetzt. 12,09 ist jetzt auch nicht so schlecht. Dann kommen wir jetzt endlich zu einem Produkt, das ich aufgebraucht habe. Die Maske. Und ich glaube, die hätte ich auch schon letzten Monat aufbrauchen können. Wahrscheinlich auch schon vorletzten Monat, weil es war tatsächlich nur noch eine Benutzung drin. Aber ich habe sie ja vergessen, ich habe sie ignoriert. Und jetzt habe ich es aber diesen Monat geschafft, sie zu benutzen. Sie ist leer und ich kann sie damit endlich wegschmeißen. Ich muss sagen, die ist okay, aber so richtig krass eine Veränderung sehe ich damit nicht. Also ich werde mir die nicht nochmal kaufen, aber sie war okay. Ich habe sie aufgebraucht, ich habe keine Pickel davon bekommen. Das ist schon mal gut. Und jetzt kann sie in den Müll. Und das Ersatzprodukt ist wieder eine Maske. Und zwar von Hey Honey Show Your Glow. Made to smooth, firm and hydrate your skin. Klingt doch sehr gut. Also auch was, was man im Sommer durchaus benutzen kann. Die habe ich aus einer Glossybox, bin ich mir ziemlich sicher. Die sieht sehr klein aus. Steht hier irgendwo drauf. 20 Milliliter sind hier drin. Hier waren, glaube ich, 100 Milliliter drin und hier sind es 20, also ein Fünftel. Ich hoffe, ich kriege die auch in einem Fünftel der Zeit leer. Ich würde jetzt sagen, von dem, wie die Packung ausschaut, sind es vielleicht zwei Benutzungen. Aber ich weiß auch immer, dass ich solche Masken relativ dünn auftrage und ein sehr kleines Gesicht habe. Vielleicht sind da auch 5 Anwendungen drin. Ich weiß es nicht, wir schauen mal. Ich werde sie jetzt benutzen. Wir wiegen mal, damit wir auch Startgewicht haben. 23,15 Gramm haben wir hier, also die Verpackung wird so um die 3 Gramm wiegen und dann haben wir die 20 Milliliter, 20 Gramm Produkt. Das kann jetzt in alle Richtungen gehen, das kann nächsten Monat schon leer sein oder ich vergesse sie wieder und dann haben wir so 3 Monate oder so, die wir mitschleppen. Aber ich hoffe nicht allzu lange. Wir schauen mal. Als nächstes haben wir die Bodylotion und ich muss sagen, auch im Sommer kann man die gut benutzen, gerade wenn man Sonnenbrand hat, ist die sehr gut, weil die Haut schön feucht hält, sodass man nicht so austrocknet und sowas. Also sehr gut, gerade wenn man zum Beispiel kein Aloe Vera zu Hause hat, kann man die sehr gut benutzen. Und ich, die ja aufbrauchen möchte, habe die dann auch sehr gerne benutzt. Wir hatten beim letzten Mal 101,28 Gramm und ich hoffe, dass wir jetzt bei 88 Gramm sind. Das wäre cool. 88 Gramm, dann wäre ich begeistert von mir. Wir schauen mal. Wir sind bei 79,68 Gramm. Wir haben ja gut 20 Gramm verbraucht. Finde ich gut. Kann so weitergehen. Die fühlt sich auch sehr, sehr leicht an. Ich würde jetzt mal schätzen, dass noch so viel, vielleicht so viel drin ist. Also die dürfte ich demnächst auch leer bekommen. Das freut mich sehr. Und ich finde diesen Pumpspender sehr praktisch. Bei der Creme hätte ich am Anfang nicht gedacht. Aber mag ich sehr, finde ich gut. Ich bin gespannt, wie es ist mit dem Pumpspender, wenn die Creme nicht mehr so voll ist, also wenn sie wirklich dem Ende zuneigt, ob es dann noch so gut rausgeht oder ob es dann eher ärgerlich ist. Aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Und dann sind wir auch schon beim letzten Produkt für heute von Mary Kay, das Lip Scrub Peeling, Lip Peeling. Ist okay, ich finde es gut, sowas zu haben und zu benutzen, man kann es sich aber deutlich günstiger selber anrühren. Ich glaube, das sage ich jedes Mal bei dem Produkt, aber ich habe es nun mal und jetzt werde ich es eben auch aufbrauchen. Wir hatten beim letzten Mal 10,47 Gramm. Ich glaube, ich habe es so einmal die Woche benutzt. Ja, ich glaube, so 4 Benutzungen maximal und man braucht immer nur so einen kleinen Klecks. Ich glaube, da fehlt nicht so viel. Aber ich stelle es auf die Waage und sage euch, wie viel jetzt noch drin ist. 10,11. Also ich werde es wahrscheinlich so 3 bis 4 Mal benutzt haben und jedes Mal braucht man so 0,01
0,5 Gramm, würde ich sagen, es kommt gut hin, dass ich so wenig nur davon verbraucht habe. Aber so ist es nun mal. Es wird weniger und ich benutze es. Und ich hoffe, wenn das leer ist, ist es das letzte Mary Kay Produkt, das ich besitze. Ich glaube, ich hoffe, ich habe nichts anderes mehr. Wenn jetzt dann doch noch irgendwo was auftaucht, dann würde es mich echt wundern. Aber gut. Ich mag es eigentlich ganz gerne, aber es gibt andere Sachen, die den gleichen Effekt viel günstiger haben. Von daher, man braucht es nicht unbedingt. Und damit sind wir wieder durch. Das war das letzte Produkt vom Project Pan im Juni. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, was ihr zurzeit aufbraucht, wie es bei euch diesen Monat gelaufen ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Oder in einem Monat, wenn ihr nur die Project Pan Videos guckt, dann sehen wir uns eben in einem Monat wieder. Wenn ihr möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ja, wir sehen uns. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao. Das war doch ein erfolgreicher Monat wieder. War gut. Habe ich am Anfang gesagt, es ist Ende Juni oder Ende Juli? Bin mal völlig verwirrt. Es ist so heiß, als könnte es Juli sein, ne? Naja, falls ich es falsch gesagt habe, dann war es einfach zu heiß heute. Und wenn ich es richtig gesagt habe, dann ist dieser Monolog hoffentlich rausgeschnitten worden. Okay.